Kann ich? Oh, sicher. Immer gern. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen endlich zu Hitman 2. Das Warten am Ende des Spiels raus und ich kann endlich wieder Hitman spielen. Ich habe schon damals den ersten Teil hiervon gespielt, fand ich extrem nice, trotz des Episodenformats, was ein bisschen fragwürdig war, weil man die Story einfach nicht verstanden hat, weil es immer 3 Monate gedauert hat, bis es dann weiterging. Das fand ich nicht so geil, aber das Spiel als Ganzes gesehen war echt nice. Dann habe ich vor ein paar Wochen ja The Slater gespielt, was quasi dasselbe Spiel ist, nur halt aus der Ego-Perspektive und nicht ganz so poliert und nicht ganz so komplex. Kein schlechtes Spiel, aber nicht so gut wie das Original. Und jetzt ist das Original zurück. Wir spielen Hitman 2 und ich könnte mich nicht mehr freuen. Das Spiel kam raus am Dienstag. Ihr seht das Video wahrscheinlich am Donnerstag. Das heißt, ich bin diesmal halbwegs pünktlich unterwegs. Das hier ist die allererste Mission. Erstmal, was für ein Panorama. Sieht echt nice aus. Bevor ich jetzt aber anfange, sollte ich vielleicht ganz kurz die Story erklären, weil die ist im zweiten Teil wichtiger als im ersten Teil. Da habe ich sie größtenteils rausgeschnitten, weil sie einfach nicht so gut war und weil man auch irgendwann nicht mehr mitgekommen ist, was eigentlich abgeht. Aber weil die jetzt im zweiten Teil anscheinend sehr viel wichtiger ist und sehr viel mehr im Vordergrund steht, soll ich vielleicht ganz kurz erklären, was eigentlich abgeht. Das hier ist Agent 47, der Glatzkopf mit dem Barcode auf dem Hinterkopf. Und der arbeitet für die ICA, für die International Contract Agency und verdient sein Geld mit dem mysteriösen Verschwinden von Personen, um das mal ganz nett zu sagen. Und im ersten Teil haben wir quasi Aufträge von einem Schattenklienten bekommen, der sich quasi hinter anderen Leuten getarnt hat. Und wir haben quasi für den, ohne es zu wissen, Mitglieder einer Organisation namens Providence ausgeschaltet, die sowas sind wie die Illuminaten anscheinend, die die ganze Welt kontrollieren, aber keiner weiß es. Und ganz am Ende kam ein Agent von Providence zur ICA und hat gesagt, Leute, wenn ihr wissen wollt, wo Agent 47 wirklich herkommt und was er wirklich ist, für die Leute, die es nicht wissen und den Charakter nicht kennen, er ist quasi ein Klon, er ist kein richtiger Mensch, dann schaltet doch für uns den Schattenklienten aus. Und ich glaube, das ist dann auch da, wo das Spiel geendet hat. Irgendwie sowas. Wie gesagt, es war ziemlich schwer hinterherzukommen, weil es halt immer 3 Monate gedauert hat, bis man den nächsten Story-Fetzen bekommen hat. Aber im zweiten Teil ist das weitaus wichtiger, deswegen habe ich das jetzt ganz kurz erklärt. Okay, ich will nicht länger quatschen, ich will das Spiel spielen. Und anscheinend ist die erste Mission nicht normal, weil in jeder anderen Mission startet man mit 47 im Anzug. Das ist ja sein Trademark, dieser schwarze Anzug mit der roten Krawatte. Aber hier anscheinend nicht. Ich bin hier, jawohl. Okay. Das ist das Haus da hinten in dem Fall. Stimmt, da war ja was. Okay, das heißt, das davon ist das Haus von Alma Reynard, die aber kein Ziel ist, sondern wir sollen aktuell nur Informationen sammeln. Das ist, glaube ich, relativ neu, weil normalerweise geht er irgendwo hin, macht irgendwen weg und geht dann wieder, aber jetzt geht es nur ums Infos sammeln. Da ist aber eine schicke Hütte. Außerdem, die steht mitten im Nirgendwo. Ich glaube, da hinten ist sowas wie eine Stadt oder zumindest ein Wald. Aber das Haus steht einfach mitten am Strand, irgendwo im Nirgendwo. Okay, cool. Ist das Haus bewacht? Es sieht zumindest nicht verlassen aus. Und ich nehme an, die Person, die da wohnt, ist recht wichtig. Schleichen, drücken Sie hier, um sich zu ducken. Ich weiß. Die Person, die da wohnt, ist recht wichtig. Deswegen wird das Ding wahrscheinlich auch bewacht sein und ich werde schleichen dürfen. Nice. Okay, aktuelles Ziel einfach nur, durchsuchen Sie das Haus. Ich bin mal gespannt, wie einfach das werden wird. Halten Sie erst dagegen, den Instinkt einzusetzen. Ja, das ist quasi meine Supersicht. Womit ich alles sehen kann, was irgendwie wichtig ist. Das ist in höheren Schwierigkeitsgraden abgeschaltet, aber ich habe es angelassen, weil ich will ja auch irgendwie vorwärts kommen. Okay, wo ist ein Eingang? Hier ist anscheinend keine Wache. Eine Überwachungskamera hat sie gefilmt. Okay, wir müssen den Sicherheitsraum finden und die Aufnahmen löschen, ansonsten weiß man, dass ich hier war. Aber ich glaube, das ging nicht anders. Ich glaube, das ist so im Sinne des Tutorials. Das ist doch eine Falle. Ich glaube, hier kann ich rein. Aber weil ist sein Haus so zurück? Okay, Instinkt. Hier ist kein Mensch. Wer lässt sein Haus so zurück? Das macht man doch nicht. Okay, ich habe den Schlüssel nicht. Klasse. Was ist das? Schraubenzieher. Rüsten Sie Ihre Pistole aus. Warum? Erwarten wir Ärger? Weil normalerweise, wenn man einen Hitman einen Schuss abgibt, dann spielt man das Spiel falsch. Zerstören Sie die Kamera. Ach wirklich, wir hinterlassen auch noch Spuren? Ja, wenn es unbedingt sein muss. Ja, danke. Wenn es unbedingt sein muss. The house is equipped with multiple cameras. Nein, echt. Jetzt muss ich alle Kameras kaputt machen. Wirklich? Da ist es aber kein gutes Tutorial, denn wir hinterlassen Spuren.
Und man spielt das Spiel eigentlich nur richtig, wenn man absolut keine Spuren hinterlässt und kein einziges Mal gesehen wird. Und das hier ist jetzt nicht so die feine englische Art, einfach alles kaputt zu schießen. Aber okay. Von mir aus. Aber das ist kein richtiges Ziel. Mein Ziel ist immer noch, durchsuchen Sie das Haus nach Hinweisen. Aber jetzt anscheinend, Nebenmission zerlegt alle Kameras. Weil das Zeug war teuer und teure Sachen mag ich nicht. Aber aimen kann er gut. So, ich habe gesehen, die Nachladeanimation. Ich habe gesehen, man kann die Garagentür kurz schließen. Vielleicht mit dem Schraubenzieher? Keine Ahnung, kann ich hier irgendwas machen? Mit dem Schraubenzieher, jawohl, dafür ist der gut. Und wir gehen rein. So, auf. Öffnen. Okay. Was ist denn hier passiert? Male and female. Early 30s. Executed. I see them. Schön. Was ist hier abgegangen? Looks like Raynard's grisly handiwork, all right. She was never shy about collateral damage. Das heißt, die Frau, die hier wohnt, ist nicht die netteste. The house is registered to a non-existing environmental NGO. This was more like identity theft. Like you, Raynard is known to use disguises. Keep looking, 47. Das heißt, sie ist sowas wie ein Geist. Und das Haus gehört einer Umweltschutz-NGO, natürlich. Das ist die beste Tarnung, ne? Aber so ein Haus, was einer Non-Governmental Organization gehört? Nice, nehme ich mit. Nehme ich mit. Das ist... Es wäre noch lustiger, wenn der Van weiß wäre. Aber okay, er ist schwarz. Yeah. Wie viel kann ich noch mitnehmen? Hier ist eine random Autobatterie. Siehst du, die quatschen auch viel mehr als im ersten Teil, wer die Videos gesehen hat. Da wurde nicht annähernd so viel gequatscht, aber jetzt schon, weil es eben wichtiger ist. Was höre ich? Ach, läuft hier der Fernseher oder was? Hier läuft Musik oder der Fernseher oder so. Ich dachte gerade, sie sind wachen. Aber nee, der Ort ist komplett verlassen. Lass mich raten, wichtige Hinweise sind immer oben im Büro, weil Büros immer oben sind. Wo ist das Büro? Jeder Bösewicht hat immer ein Büro im Obergeschoss. Hier ist ein Rechner, das ist doch perfekt. Nein, echt? Computer durchsuchen. Lässt sie ihren Computer ungesperrt? Ah, nee, Passwort verlangt. Kommt er da rein? Logisch. Jetzt kriegt die Minimap, perfekt. Okay, Geheimraum. Schön. Die allmächtige Minimap hilft mir. Geheimmechanismus. Das ist ein stereotypischer Bösewicht, hat einen Geheimraum hinterm Bild. Okay, und Knarren ohne Ende. Nice. Passwort-Dongle. Easy. Dietrich. Easy. Und natürlich auch der Sicherheitscomputer, wo die Beweise drauf sind, die jetzt weg sind. Und bei Labin ausgerutscht. Außerdem habe ich nicht alle Kameras gekriegt anscheinend. Jetzt sind alle weg. So. Ja, denn jetzt kann mich nichts mehr filmen. Das Überwachungssystem wurde deaktiviert. Wo geht's hier hin? In den Geheimkeller. Kann ich da schon runter? Ich mache erstmal den Rechner. Bevor ich jetzt irgendwas mache, was ich noch nicht machen soll. Ja, jetzt kann ich mich hier einloggen. Dann gucken wir mal, was da so drauf ist. I'm in. Hurry. I'm detecting Hackerstimme. Bin drin. Fahrzeugkolonne, da kommen sie. Hold on. Receiving it now. Nothing on the shadow client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. And by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. And you can't wait to tell him. They're back. Schön. Styles. I see them. Damn. Okay. Ein ganzer Konvoi. Ich weiß immer noch nicht genau, für wen wir jetzt arbeiten. Ich weiß nicht, ob das, was ich am Anfang gesagt habe, falsch ist. Ich habe keine Ahnung. Wir sind im Schatten hier hinten voraus. Okay, das heißt, wir arbeiten gegen... Ich hab's auch nicht ganz mitgekriegt. Es ist komplex, okay? Ja, toll. Wachen ohne Ende. I'm sorry you had to endure all that free champagne and cello music, Orson. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. Ist aber auch nur so richtige Zwischensequenzen gab's auch nie im ersten Teil. Okay. Eliminieren Sie Alma Reynard. Jetzt ist sie ein Ziel. Schön. Sie ist offiziell zum Ziel geworden. Das ist geil. Ich werde nicht einfach... Pff, nee.
Das ist witzlos. Das ist nicht der Sinn des Spiels. Okay, pass auf, ich mach die Geheimtür zu, damit niemand irgendwie Verdacht schöpft, ne? Geh dann nach hier unten durch, weil ich weiß gerade nicht, wie ich aus dem Obergeschoss kommen soll, ohne gesehen zu werden. Und ich will ja nicht gesehen werden, denn ich spiele das jetzt Hitman-Style. Ab jetzt ist es auch eine richtige Hitman-Mission. Mit Wachen an verschiedenen Orten. Um die ich mich irgendwie kümmern muss und so weiter und so fort. Hier ist ein Schrank. Das ist halt unglücklich. Da ist ein Schrank, hier ist ein Typ. Die Gleichung geht aber ziemlich gut auf und keiner sieht den Kollegen. Eieiei, dumm gelaufen. Überwältigen. Und wir machen das natürlich auf die nicht harte Methode, ne? Weil, ne, ich sag's ja jedes Mal. Die Kollegen machen nur ihren Job. Und haben mir quasi nichts Böses getan. So, jetzt ziehen wir den. Bringen ihn zum Schrank. Und ich habe mich verkleidet. Jetzt ist es eine richtige Hitman-Mission. Ich habe schon gedacht, wann geht's los? Aber jetzt ist es wieder Hitman. Möglichst leise, möglichst unauffällig. Und im Idealfall sieht es aus wie ein Unfall. Okay, ich weiß nicht mehr ganz, was der weiße Punkt heißt. Aber ich glaube, das heißt, dass es einzelne Leute gibt, die mich trotzdem identifizieren können. Auch wenn ich wie sie angezogen bin. Weil sie halt merken, dass ich nicht zu ihrer Truppe gehöre. Aber in den allermeisten zieht die Verkleidung. Okay, der da könnte mich zum Beispiel identifizieren. Der da direkt an der Bar steht. Und sie können es auch. Jeder da drin könnte es. Ja, geil, das hat mir jetzt nicht viel gebracht, ne? Ich kann mich jetzt ein bisschen freier bewegen. Ey, was geht? Ja, ich bin der Neue. Ich kann mich jetzt ein bisschen freier bewegen, aber ich komme trotzdem nicht an sie ran. Okay, sie bewegt sich ins Schlafzimmer. Sie hat gerade gesagt, sie legt sich hin. Das heißt, wenn ich ins Schlafzimmer kommen kann, dann wäre das extremst nice. Vielleicht, haha, die ist direkt hier. Okay, und der kommt jetzt nicht zur Tür raus, aber ich muss hier weg. Weil sie steht am Fenster, ich kann nicht an ihm vorbeischleichen. Wenn der jetzt zur Tür rauskommt, sieht er mich. Das heißt, ich muss mir immer so einen Weg offen halten, wie ich quasi wieder weg kann. Außerdem ist das ein bisschen auffällig, wenn ich Leibwächter spiele. Jetzt bewegt sie sich. Okay. Das heißt, ich kann jetzt in Richtung Schlafzimmer. Und der da geht auch ins Schlafzimmer. Geht da was? Keine Ahnung. Alle beide gehen da rein. Ja, nice. Okay, das hier ist übrigens, ich dachte, das wäre eine Tür. Das ist einfach nur eine fette Glasscheibe. Okay, dieser sind gerade beschäftigt. Die Tür ist zu, aber ich knack sie mal. Weil die werde ich auf jeden Fall brauchen. Was ist denn da hinten los? Okay, die ist ein bisschen auffällig. Jo. Ich würde sagen, die sind jetzt erstmal beschäftigt. Ich brauche aber nur sie, ich brauche nicht ihn. Das ist jetzt doof. Mann, kannst du nicht irgendwie gehen oder so? Das wäre sehr praktisch jetzt, wirklich. Okay, es liegen jetzt beide im Bett, sie schlafen aber nicht, also kann ich den Raum immer noch nicht betreten, aber ich kann für eine Ablenkung sorgen. Ich könnte das Waschbecken überfluten. Mal schauen, was dann passiert. Weil irgendeiner muss das ja dann auschecken. Und er macht das, perfekt. Irgendeiner muss das ja dann auschecken. Und dann sagen, yo, irgendwas ist hier nicht richtig. Dann kann ich ihn vielleicht wegholen, verstecken, dann habe ich nur noch sie. Das wäre doch geil. So. Er, oh, nein, 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 nein. Reflexion, ich weiß, das geht nämlich in dem Spiel. So, er hat mir nichts gemacht, deswegen, ne, dumm gelaufen. Jetzt muss er aber schnell weg. Ich glaube, sonst merkt sie, dass irgendwas nicht stimmt. Die KI ist gar nicht mal so doof. Dann legen wir den hier rein und jetzt kann ich mich um sie kümmern. So, die Frage des Jahrhunderts, schläft sie oder sieht sie mich, wenn ich hier durch die Tür komme? Ich weiß es nicht. Kann ich? Sicher, immer gern. Jo, der Klassiker, der absolute Klassiker. So, verschwinden Sie vom Grundstück. Das wär's. Ich kann sie nicht verstecken oder so, die liegt jetzt hier einfach. Aber jo, das war's. Der absolute zeitlose Klassiker. Ja, klasse. Die Wachen sind überall am Strand und es sind sogar zwei bis zu meinem Boot gegangen. Das, ja. Ich weiß, ich hab's gerade gesagt. Okay, deswegen sind die alle hier. Weil sie wissen, dass jemand hier angelandet ist. Gehen sie mit Bedacht vor. Ja toll, jetzt muss ich wirklich noch unter quasi Feindsicht extrahieren. Das passiert normalerweise nie in Hitman. Aber hier ist es anscheinend ein Ding. So, noch 70 Meter bis zum Boot. Und wirklich jeder hier kann mich enttarnen, ne? Eine Ablenkung. Eine laute Ablenkung. Und wie kriegen wir das hin?
Soll ich eine Münze werfen? Ich meine, ich glaube, in der Theorie wird das funktionieren. Ich muss ja nur bis zum Boot kommen. Aber ich brauche eine laute Ablenkung. Du gehst nicht durch das Gras durch. Nee, machst du nicht. Ich könnte da hinten irgendwas an einem Auto schrauben anscheinend. Okay, zurück zum Auto. Ich habe gerade gedacht, vielleicht Münze werfen, aber nein. Das Spiel sagt mir, ich muss zum Auto. Okay, ich bin hier. Was kann ich machen? Das ist eine gute Frage, ne? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht einfach draufschießen? Jo, weil da hinten drauf hat's Benzinkanister. Das heißt, wir machen Krach. Aber das nimmt die da drüben mit. Ah, das ist nicht Hitman-Style. Das ist, außerdem sind die gerade am Vergraben. Das ist nicht Hitman-Style. Aber die Extraktion ist blockiert. Ich kann nichts machen. Ich muss das machen. Das geht nicht anders. Okay, das ist nicht die richtige Art, das zu machen. Weil das sind jetzt wahrscheinlich die mit, die nebendran stehen. Aber ich schätze, es geht nicht anders. Ja. Ah ne, tut's nicht. Okay. Ich dachte schon, ich muss mich jetzt schlecht fühlen. Weil, ne, wie gesagt, das ist eigentlich nicht die richtige Art, das durchzuziehen. Aber ne, hat funktioniert. Jetzt laufen alle dahin. Weil natürlich, du läufst nicht von dem Auto, das gerade explodiert ist, weg, sondern du läufst zum Auto, das gerade explodiert ist, hin. So funktioniert das. Ach, die gesammelte Truppe von da hinten geht jetzt dahin. Nice. Okay, das heißt, der Weg ist frei. Jo, das war easy. Mission verlassen, ich bin raus. Total unauffällig. Der da hinten sieht das überhaupt gar nicht. Nein. Niemand hat es mitbekommen, dass das Boot gestartet wurde. Was ja so leise ist, ne? Boote sind relativ laut. Ich will ja nicht angeben oder so, aber ich hab's immer noch drauf. Ich habe so viele XP gekriegt. Ich bin erstmal aufgestiegen auf Level 3,5. Das ist nice. Dann habe ich das hier gekriegt. Ich habe 5 von 5 Sternen gekriegt. Auch wenn es halt 35 Minuten gedauert hat. Aber das war es wert, weil es lief absolut perfekt nach Plan. Und es ist niemand zu Schaden gekommen, außer der Person, die ich erledigen sollte. So, ich drücke auf Weiter. Jetzt müsste wieder eine Zwischensequenz kommen, ne? Blankoscheck hätte ich auch gern. Könnte ich mir kaufen, was ich will. Er redet nicht besonders viel, falls das noch nicht aufgefallen ist. Ich habe keine Ahnung, was abgeht, by the way. Null. Was war ein Flashback von ihm? Keine Ahnung. It's official. New Zealand paid off. The client has given us carte blanche. Hunt down the militia. By any means necessary. A week ago, Providence was a threat. How did you swing the board? The board are practical people, 47. A blank check is hard to turn down. Ja, das stimmt. The Shadow Client's war on Providence is causing a global panic. Someone will need to stop the militia. Might as well be us. Das heißt, wir verbessern nebenher noch die Welt, quasi. You never told them about his offer. Taking a contract for personal gain is against ICA regulations. Sodas would have been proud. Is that a sense of humor, 47? Whatever. So was hat er nicht. Crying at the movies. Why are you doing this? I know what it's like to have everything taken from you. He claims to know about your past. Your childhood, your memories, everything Altmaier stole from you. And you trust him? About as far as I can throw him. But this is our best. Was nicht besonders weit ist, der Typ ist ziemlich groß. I say it's time we break a few rules. Oh nein, das endet nie gut. Das endet nie gut, das ist kein guter Plan. Okay, das heißt, das hier ist jetzt an dem Punkt mehr oder weniger was Persönliches. Also wir arbeiten noch für die Agentur, aber wir haben persönliche Vorteile dadurch, dass wir machen, was wir machen. Okay. Was? Fortgeschrittene Agentenausbildung, was? Wir können sehen, dass sie die Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben. Okay, das ist aber dann das Tutorial, ich glaube, aus dem ersten Teil, ne? Wir empfehlen, dass sie die fortgeschrittene Agentenausbildung abschließen, bevor sie die Story fortsetzen. Und das wäre dann Zilien. Es ist die Miami-Mission.
die quasi, also das, was womit der zweite Teil groß beworben wurde. Das ist die erste Mission, die man wirklich großartig gesehen hat. Aber das hier ist, ich glaube, einfach nur das Tutorial aus dem ersten Teil. Ich klicke da mal drauf, ich gucke, wo ich rauskomme. Dann schauen wir einfach mal. Ich glaube, das ist das Tutorial aus dem ersten Teil. Okay, meine Theorie war richtig, das hier ist das Tutorial aus dem ersten Teil, weil jetzt in Hitman 2 ist es ja so, wenn man den ersten Teil vollständig hat, kann man auch alle Missionen aus dem ersten Teil im zweiten Teil spielen. Und dazu gehört anscheinend auch das Tutorial, was ich aber schon gemacht habe. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich das weiterspiele, schreibt das gerne hier unten drunter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in Miami, wo wir Dinge tun und einen riesigen Spielplatz quasi zur Verfügung haben. Weil, wie gesagt, das Level gerade eben jetzt in dem Haus war wirklich, wirklich winzig für Hitman-Verhältnisse. Normalerweise sind die Level absolut gigantisch. Und ich muss sagen, darauf freue ich mich extremst, weil das war immer sehr, sehr geil, da irgendwelche Wege zu finden, wie man am besten zu seinem Ziel kommt und das dann quasi möglichst unauffällig und leise zu machen, bin ich großer Fan davon. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Daumen zum Like-Button aufs Maul zauern. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Guck dir sein Gesicht an. Absolut pure Emotion, ich weiß.